schön, dass du dabei bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Strobe-Effekt in Premiere Pro erstellen kannst. Dafür habe ich mir schon mal Footage in eine neue Sequenz in Premiere geladen. Als erstes erstellen wir uns eine Einstellungsebene, auf die ich den Effekt anwenden will. Dafür gehe ich hier einmal in mein Projektfenster, klicke auf Neues Objekt und erstelle mir eine Einstellungsebene. Ich schaue, dass die Einstellungsebene meinen Videoeinstellungen entspricht und klicke dann auf OK. Die Einstellungsebene ziehe ich dann mal auf meinen Videoclip. Den Effekt, den wir dafür brauchen, finden wir im Reiter Effekte. Wir geben hier einmal in die Suchleiste Stroboskop ein. Diesen ziehen wir dann auf die Einstellungsebene und wenn wir dann in die Effekteinstellungen schauen, etwas runterscrollen, finden wir hier unseren Stroboskop-Effekt. Die Lichtfarbe können wir hier einstellen. Ich verwende hier einmal Schwarz. Mit originalen Mischen setze ich auf 5%. Die Dauer und das Intervall, diese beiden Parameter lasse ich hier auf Standard, aber hier können wir die Strobe-Geschwindigkeit einstellen. Und den Zufallsparameter setze ich hier einmal auf 30%. Wenn wir hier mit der Prozentanzeige rumspielen, können wir den Strobe-Effekt ändern. Die restlichen Einstellungen lasse ich so. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Und so sieht unser Strobe-Effekt aus. Wir können hier natürlich die Einstellungsebene noch zuschneiden und hier nicht aufs ganze Video anwenden. Oder aber auch, wir können die Farbe von unserem Strobe-Effekt ändern. Hier bei der Lichtfarbe einfach eine andere Farbe wählen. Ich will hier mal ein Blau. Und so einfach können wir auch die Farbe ändern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.